Unser Projekt heißt Tweezion. Das ist eine ganz einfache Zusammensetzung zwischen Twitter und Vision. Twitter kennt ihr natürlich alle, und bei der Vision, wie schon angedeutet, geht es halt darum, dass man überprüft, wenn man etwas twittern will, ob das einen hohen Beliebtheitsgrad erntet. Ja, genau. Und wir haben das über eine Web-App gemacht, wo man sich anmelden kann und wo dann ganz einfach, wo man den Tweet eingibt und dann praktisch gesehen in Prozent angegeben wird, wie gut das ankommt. Ja, jetzt wird noch etwas über das Backend erzählt. Ja, über das Frontend erzählt tatsächlich, er sagt dann über das Backend. Das Frontend ist in HTML, CSS und JavaScript geschrieben. Und wir verwenden jQuery als eine JavaScript-Bibliothek für diese Animationen, die auf dieser Webseite mit vorhanden sind. Und wie man sehen kann, meldet er sich gerade an. Und für diese Benutzer-Accounts verwenden wir momentan Parse. Das ist eine Online-Datenbank, die halt verschlüsselt ist. Und in Zukunft wollen wir es halt machen, dass man sich dann halt mit seinem Twitter-Account selber anmelden kann. Und sonst verwenden wir auf der Seite vom Client keine weiteren Technologien. Gut, nun zur Frage, wie machen wir das denn? Relativ simpel. Wir geben unseren Tweet in die Tweet-Analyse ein. So von wegen, ja, würde das was werden? Mal gucken. Ja. Und tippen und tippen und tippen. Jedenfalls, dann verschicken wir das an Twitter, fragen, wurden schon mal ähnliche Tweets wie diese getweetet? Wenn ja, wunderschön, dann haben wir schön verwendbare statistische Testdaten. Die werten wir aus. Wie gut wurden die eingewertet? Durch Likes, durch Retweets. Und in dem Sinne können wir daraus schlussfolgern, wie gut dürfte unserer werden. Zudem ist es so, das ist noch teilweise in Arbeit, gibt es einen assoziativen Speicher, der dafür da ist, einem vorzuschlagen, inwiefern manche Hashtags vielleicht noch da gut wären, um sie dazu zu tun. Zur Registrierung. Es ist nämlich so, dass man sich bei unserer App registrieren muss, denn sonst klappt es nicht. Nun, können wir nochmal den Laptop bekommen? Dankeschön. Ja, was denn? Muss man mal sagen. Nun haben wir hier zwei Werte. Einmal die Retweet-Ability, also wie wahrscheinlich ist, dass er geretweetet wird, und die Wahrscheinlichkeit und oder die Menge an Favorites, die es höchstwahrscheinlich bekommen wird. Auf den Tweet, zurzeit schauen übrigens 3600 Leute zu. So, und wir möchten uns noch bedanken bei Ditch für seine großartige Hilfe bei unserem Projekt. Ja, hast du fein gemacht. Vielen Dank. Vielleicht kriege ich ja doch noch 3 Follower, wenn ich das Tool benutze. Aber ich würde nochmal ganz, also könnt ihr kurz, kann man es kurz erklären, was genau ihr da vergleicht? Also woran genau festgemacht wird, ob meine Follower das jetzt irgendwie geil finden oder nicht? Naja, also die Twitter-API lässt zu, dass man Twitter diesen Tweet jetzt hier übergibt, den ich jetzt hier reingeschrieben habe. Und dann schaut es nach 100 ähnlichen Tweets. Aber was ist ähnlich? Das ist genau die Frage. Naja, das macht die API automatisch. Das, ach, das macht, sie macht es durch Wörter. Also jedes einzelne Wort wird da eingegeben und es schaut dann anhand dieser Wörter, was ein ähnlicher Tweet wäre. Ah, okay. So, und dann wertet es halt aus von all denen, wie ungefähr dein Tweet ausfallen sollte. Und alles es gibt klar. Jetzt, also in der Zukunft könnten wir jetzt noch das viel genauer machen, indem wir jetzt den Twitter-Account vom User an unsere Accounts ranhängen und dann sehen wir auch im Vergleich zu den Followern, wie das ungefähr ausfallen würde. Da bin ich ja schon sehr gespannt. Vielen Dank.